Hey, schön, dass ihr da seid. Prost. Prost. Genau, neue Runde, neues Glück. Und wir fangen einfach mal an, wie es jedem geht, oder? Wie das Training war. Wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal gesehen? Was, im Dezember? Im November, ne? Nee, November muss es gewesen sein oder sogar noch früher. November, oder? War der Marathon schon durch, ja? Ja. Oktober, der Marathon war durch, oder? Oktober, November. Ich war prähistorisch. Jetzt haben wir auf jeden Fall Januar. Fast schon Ende. Genau, mal gucken, wann das Video kommt. Ja, Tristan, du warst doch am kränkesten, oder? Fang du mal an. Da war ich, ihr wart auch krank, aber mich hat es jetzt wieder ziemlich lange außer Gefecht gesetzt. Ja, was ist seitdem passiert? Ich hatte einen normalen Einstieg mit einem ruhigen Trainingsplan, ähnlich wie es bei dir war. Mit ja erstmal wieder locker reinkommen, Routine finden, so die Einheiten halt wieder in die Woche einbauen, hatte so den Fokus. Langsam steigern die Läufe am Wochenende. Dann nach einigen Wochen kam dann für mich so eine Testwoche, wo ich mal wieder einen FTP-Test gemacht habe und den CP-Test beim Laufen. Und ja, dann war ich quasi ready for intensity. Und dann wurde ich das erste Mal krank. Und im Prinzip bin ich seit Ende November irgendwie nur sporadisch mal gelaufen, ein bisschen Fahrrad gefahren, aber konnte nicht wirklich trainieren, weil es mich doch ziemlich immer wieder zerlegt hat. Und jetzt gerade heute meine Antibiotika-Session ist heute beendet und ich hoffe, dass ich dann ab nächster Woche endlich wieder einsteigen kann. Deswegen, bei mir ist noch nicht viel passiert, leider. Also ich brauche nicht so viel sagen, weil ich habe in den anderen Videos schon ganz viel gesagt. Dominik? Ja, ähnlich wie Tristan hatte ich auch eine ziemlich stabile Anfangsphase, 8 Wochen eigentlich sehr gut trainiert. Hab dann auch einen Test gemacht, der eigentlich auch so ganz okay war. Als Do-it-yourself-Test einfach. Und dann begann auch bei mir so eine Phase von 3-4 Wochen, wo man einfach erkältet war, ohne dass sich irgendwie mal was verbessert hat. Also es hat sich super lang gezogen, bis man wieder in so einen gewissen Trainingsrhythmus kam. Aber jetzt bin ich seit 6 Wochen auch wieder dabei, habe Intensität und Umfang aufgebaut, so auf stabile 8-9 Stunden in der Woche. Genau, mit Laufen und Radfahren, Schwerpunkt aber Radlaufen und geschwommen bin ich 0,0 Periode. Mir fällt ja auf, dass vielleicht auch gar nicht alle unsere anderen Folgen gesehen haben. Deswegen sollte man vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, worauf wir uns vorbereiten. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, vielleicht ist schon alles viel zu spät für Rot. Also ich meine, ich glaube, ich brauche es jetzt auch nicht nochmal sagen, dass ich mich auf Hamburg vorbereite, aber du bist ja auf dem Weg zur Challenge Rot. Genau, mein großes Ziel, Challenge Rot, am 25. Juni. Genau, und es sind jetzt noch 22 oder 23 Wochen und das ist schon knapp. Also ich habe die Option gebucht, um ein Jahr zu verschieben. Das heißt, wenn jetzt noch irgendwas dazwischen kommt und ich mit dem Training tatsächlich nicht wieder einsteigen kann oder wie auch auf dem Weg dahin vielleicht nochmal ein längerer Block kommt, wo ich nicht trainieren kann, dann würde ich das wahrscheinlich sogar schon ziehen müssen. Also für mich müsste jetzt dieser Anlauf nach Rot ziemlich reibungslos verlaufen, dass ich das auch wirklich machen kann. Müsst ihr noch mehr Folgen mit dem sehen. Dann müsste so ein Jahr schieben. Okay. Ja, und wir haben uns vorhin auch unterhalten, dass... Also mir geht es ja immer so, ich brauche halt ein sehr konkretes Ziel, um mich im Training motivieren zu können. Und ich wollte mir eigentlich ein Ziel stecken nach dem Baseplan, wo ich ja mir vorgenommen habe, alles grün zu haben, weil ich dachte, okay, dann weiß ich ungefähr, wo ich stehe, was ich dann vielleicht auch erreichen kann. Und irgendwie bin ich jetzt immer noch genauso wenig schlau wie vorher. Und dieses Dilemma, auf der einen Seite, ich will schon ein konkretes Ziel haben und auf der anderen Seite, ich kann irgendwie gar nichts sagen. Das finde ich total frustrierend. Aber du machst Kurzdistanz, oder? Also wir haben ja sozusagen die gleiche Kick-Off-Veranstaltung sozusagen, wir sind Cross-Duathlon. Habe ich auch noch gar nicht zugesagt. Das ist also jetzt total new noch. Ah, okay. Hat er hier gespoilert. genau. Hallo Dominik. Ja, ansonsten, genau, ich habe im Juni definitiv einen Kurzdistanz-Triathlon mit ein paar Arbeitskollegen, gegen ein paar Arbeitskollegen vor. Gruß an Mario. Gruß an Mario. Mein Fahrrad und nicht sieht, wie dreckig es ist. Sergej und Philipp und Paul. Und ja, das Thema ist halt... Ich brauche aber auch gar nicht so ein konkretes Ziel, muss ich sagen, für das, was ich in den letzten Jahren... Also ich habe durch die Corona-Zeit eigentlich auch
gemerkt oder gelernt, mich an Trainingsleistungen zu messen. Also ich kann das ganz gut, ich kann mich auch motivieren ohne Wettkämpfe. Bin da, glaube ich, auch so eine Art Trainingsweltmeister, kann mich auch für CP-Tests oder sowas gut motivieren. Habe letztes Jahr aber auch schon gemerkt, wie geil das eigentlich ist, wieder gegeneinander zu racen. Und deshalb Kurzdistanz auf jeden Fall, vielleicht mal Olympische. Und das heißt, was anderes hast du dich noch nicht angemeldet? Nur die eine Kurzdistanz bislang, oder? Duathlon im Briensee. Ah ja. Dann die Kurzdistanz und den Cross-Duathlon. Und alles andere mache ich spontan. Ja, das habe ich auch wirklich. Das mache ich auch ein bisschen von meiner Form und vom Jahresverlauf abhängig. Und vielleicht mache ich einen Radmarathon mit in. Oder ganz wahrscheinlich rund um Köln. Ah, okay. Okay, wir wollen heute mehrere Videos aufnehmen, ein paar Stück, mal gucken, wie viel wir schaffen. Und als Spoiler können wir schon mal sagen, was wir alles für Themen haben. Du könntest ja immer so machen, einer sagt was, und der Nächste muss das nächste Thema sagen. Tristan, hau rein. Wo ist die Liste? Die Liste liegt irgendwo da hinten. Okay, wir improvisieren. CP-Test war ein Thema, was wir uns näher anschauen möchten. Ne? Alkoholfreies Bier. Und natürlich alkoholfreies Bier ist natürlich ein Teil unseres Equipments. Also wir gehen auch nochmal auf unser Triathlon-spezifisches Equipment ein. Zum Beispiel? Und Ernährung. Natürlich kurze Socken versus lange Socken und genau. Die wichtigen Sachen. Ja, Vaseline versus Rasiergel und sowas. Ne? Genau, die Laufschuhe hatten wir uns da vorgenommen. Mhm. Genau. Und was hatten wir noch? Rennrad versus TT. Ah, genau, das auch noch. Also wir wollen ganz viel Material machen und das Schöne ist, wenn wir zu dritt sind, wir können halt eben auch, ohne dass wir Werbung machen, einfach uns über Produkte unterhalten. Und jeder kann sagen, womit er gut fährt oder nicht so gut fährt. Und dann haben wir es einfach ein bisschen diverser aufbereitet. Genau, Trainingspläne. Ah, Trainingspläne oder Trainer, genau. Genau, das hatten wir gesagt. Das wollten wir auch nochmal diskutieren, wie wir das sehen. Und der einzige limitierende Faktor ist die Festplatte. Insofern, glaube ich, sagen wir an der Stelle jetzt mal Tschüss. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ne? Tschüss. Ciao.